Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das ich zweimal jetzt schon drehe. Das ist so eine richtig üble Sache, ich sag's euch. Ich habe einfach heute Morgen gedacht, so ich könnte meinen ganzen Rekorder leeren und habe alle meine Audiodateien, die ich vorgedreht habe, jetzt gone. Dann habe ich versucht, das zu schneiden, also mit dem Ton von der Kamera. Ich halt nicht. Kann ich euch nicht antun, wirklich nicht. Ich habe früher immer mit dem Ton von der Kamera geschnitten. Geht gar nicht. Also, wir reden heute über eine Retinol-Routine. Und es ist halt wichtig, du musst dir die ganze Woche angucken, wie handelst du in deiner Hautroutine. Na? Also, gibst du deiner Haut auch genug Pause? Ist wichtig, wenn du Actives verwendest. Wie reinigst du deine Haut? Was nimmst du da noch dazu? Machst diese Videos, weil ich einfach auch merke, ich finde immer wieder Kommentare, die eben darauf deuten, dass derjenige seine Haut überfordert hat. Hautbarriere und so, ne? Und deswegen versuche ich euch zu zeigen, wie man es kombinieren kann. Ölreinigung, eine tolle Sache. Bei mir funktioniert das. Kann sein, dass es bei dir nicht funktioniert, dass du irgendwas anderes nehmen möchtest. Öl ist halt super gründlich, gerade am Abend. Auch da gibt es Unterschiede. Ich kriege das gut runter. Ich weiß von anderen, die es nicht so wirklich runterkriegen. Der wird auch mit gemischten Gefühlen gesehen. Er will so ein bisschen mein Bayer und Söhne-Produkt imitieren, aber er kostet halt nur ein Viertel oder so. Ich weiß jetzt gerade den Preis nicht mehr auswendig. Der von Bayer und Söhne kostet halt 20 Euro. Und ich liebe den. Da kommt halt keiner ran, dummerweise. Ich habe den aber nochmal nachgekauft. Der ist jetzt hier fast leer. Man merkt, ich komme damit zurecht. Das ist ganz okay. Aber mehr auch nicht. Also kannst an der Stelle genauso irgendwie einen Reinigungsbalm nehmen, eine Reinigungslotion, Waschgel, wenn du damit deinen Sonnenschutz, den du hoffentlich trägst, runterkriegst, ne? Also an der Stelle hoffentlich, ne? Zweite Stelle ist meistens immer ein Toner. Da habe ich einen Milky Toner jetzt, weil ich den leer machen möchte. Ich bin nicht so der Freund von Milky Toner, ne? Also für mich hat das nicht so wirklich funktioniert. Und ja, was soll ich sagen? Ich will ihn halt leer machen und er harmoniert mit manchen Produkten bei mir gar nicht. Und ich nehme ihn meistens in der Abendroutine, weil morgens nehme ich Sonnenschutz, der mit dem Milky Toner gar nicht funktioniert. Da reagieren auch Leute drauf allergisch, habe ich schon mitgekriegt, dass irgendein Stoff drin, der das Ganze eindickt. Es gibt überhaupt keinen Benefit irgendwie zu einem anderen Toner. Na, also. Wenn du das gerne auftragst, super, aber es ist kein Ersatz für eine Creme. Na, das habe ich auch schon gelesen. Das ist halt nicht der Fall. So, das Retinol können wir jetzt anwenden. Es kommt immer darauf an, wie ist dein Retinol formuliert. Na, also das ist hier eine klare Flüssigkeit. Sie ist leicht gelblich. Ich habe Niacinamid beispielsweise mit drin, müsste jetzt nichts mit Niacinamid noch dazu nehmen. Auch Niacinamid kann die Haut so ein bisschen reizen. Also beachte das auch. Und ich rate euch immer, wenn ihr was zum ersten Mal verwendet, alles andere aus der Routine raus. Reinigung, Retinol, Creme. Einfach mal um zu gucken, wie verträgst du das Produkt? Vielleicht kannst du noch einen Toner, von dem du hundertprozentig sicher bist, noch dazu nehmen. Das geht auf jeden Fall. Aber nicht verschiedene Sachen verwenden und dann nicht genau wissen, auf was du reagierst. Denn manchmal können solche Produkte auch mit anderen schlecht harmonieren. Also. Und immer die komplette Routine angucken. Was machst du über die Woche hinweg? Darf deine Haut sich auch ab und zu mal ausruhen? Ihr braucht kein Bayer und Söhne Produkt, das hat 50 Euro gekostet. Ne? Also, ich liebe den, muss ich an der Stelle sagen. Aber du kannst genauso gut auch den von Rossmann verwenden, von Isana. Der ist für den Anfang eigentlich eine ganz gute Sache. Oder es gibt doch auch ein Retinol-Produkt von No. Die haben jetzt eine neue Creme raus, die ist auch ein bisschen heftiger. Auch die kannst du für dich vielleicht verwenden. Also, die hat der. Also ist es, glaube ich, eine Creme oder ist es irgendwie ein Serum? Es ist eine Creme, glaube ich. Und daran merkt man schon, je nachdem, wie die ganze Sache formuliert ist, so platzierst du das auch. Und eine Creme kommt zum Schluss. Das hier ist ein Serum, was hell ist, was relativ flüssig ist. Das verwende ich dann meistens immer nach dem Toner. Ich gehe immer von flüssig zu fest. Dann verwende ich, also das möchte ich auch leer kriegen, mit dem war ich aber echt zufrieden.
Terramite bestelle ich mir jetzt nicht regelmäßig, weil das ist schon teuer. Ne? Also das habe ich mir zum Geburtstag gegönnt, ist fast leer. Die haben da tatsächlich so ein Plastik drin. Das war Lino 8 mit Q10. Das ist auch etwas, das merkst du nicht direkt. Ne? Also je älter man wird, desto mehr Q10 verschwindet. Und das kannst du halt deiner Haut so ein bisschen zufügen. Es dreht jetzt die Zeit nicht zurück. Und ihr wisst, das beste Anti-Aging-Mittel ist immer noch der Sonnenschutz. Es gibt immer noch Skincare-Leute, die keinen Sonnenschutz verwenden. Verstehe ich echt nicht. Kauft man sich dann so teure Sachen und wundert sich dann, ja, warum die Haut dann gereizt ist. Das ist eben auch wichtig. Verwendest du Sonnenschutz und so, ne? Jetzt nicht in der Routine, weil es eine Abendroutine ist. Und da das so ein cremiges Produkt ist, kommt es bei mir persönlich jetzt vor der Creme und damit fahre ich eigentlich auch ganz gut. Letztes Produkt, ich wurde von meinen Abonnenten mal gefragt, ob ich ein Video machen kann zu dem Vergleich der Balea-Creme mit den Ceramiden, der von Rossmann von Isana und der, ich kann schon mal sagen, das ist immer noch die beste. Dann rankingmäßig kommt bei mir dann die von Rossmann und dann kommt erst die von Balea. Die ist halt immer noch. Ich glaube, ich muss mir die mal wieder groß holen, aber Mutti hat sich einen Adventskalender geholt. Vielleicht ist sie ja drin, man weiß es nicht. Aber ich mag die echt. Ne? Also, auch wenn die nicht drin ist, ich glaube, die hole ich mir mal wieder, wenn ich ja mal ein bisschen aufgebraucht habe. Ich rede besser nicht von Dingen, die ich mir hole, wenn es hier hinten noch so voll aussieht. Ja, also, warum das so eine kleine Größe ist, Adventskalender, ne? Richtig gut. Und die Creme muss sein, um die ganze Sache abzuschließen. Feuchtigkeit einzuschließen, wie ein Siegel. Und davon habe ich halt, die geht bei mir einfach so rein. Die kann ich so rein cremen. Die Formulierung liebt meine Haut. Beste. Ich habe die voll vergessen, weil jede Creme von NO habe ich bis dato erst einmal gekauft, weil dann ja immer schon neue Produkte rauskommen. Du kommst fast nicht mehr hinterher, alles auszutesten. Aber die ist richtig, richtig gut. Wer hat gute Erfahrungen damit gemacht, schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Wie gestaltest du deine Retinol-Routine? Schreib mir das doch gerne mal unten rein, würde mich interessieren. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei bist. Hoffentlich ist der Ton jetzt okay. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich muss so lachen. Tschüss.